Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute unter uns hier im Radio bei 1 Live. Das Fernsehen ist nicht dabei, da läuft ein langer Spielfilm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir haben heute wie immer mittwochs eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. So, jetzt bin ich gespannt. Meine erste Anruferin ist eine Anruferin, die wir gestern schon mal drauf hatten und hat das nicht aus technischen Gründen nicht geklappt. Die Elisabeth ist da, 69 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Verstehst du mich jetzt? Aber jetzt ganz gut. Na super, wir hatten ja gestern richtige Schwierigkeiten. Ja, ich fand das sehr schade. Na, aber jetzt haben wir haben uns ja jetzt dafür. Ja. So, du hast gestern das Gespräch fing an, hast du mich gefragt, würdest du mir dein Herz schenken? Nee, ich habe gefragt, willst du dein Herz mir schenken? Genau. Und da war ich ganz verwirrt, habe es gar nicht kapiert. Aber ich hätte auch fragen können, Domian, oder die Niere oder die Leber. Ich dachte, es ging um eine Liebeserklärung. Nee, es geht bei Gott nicht um Liebe. Es geht bei dir um ein transplantiertes Herz. Ja. Und so weit waren wir gestern gekommen, dass du vor 7 Jahren ein neues Herz bekommst. Ja, 7 Jahre und 10 Tage in der Nacht jetzt. Vor 7 Jahren und 10 Tagen. Ich finde das, obwohl das ja medizinisch mittlerweile relativ normal schon ist, aber ich finde das immer noch absolut faszinierend, dass das funktioniert und dann auch so lange funktioniert. Ja, Domian, so lange ist gut. Weißt du, ich habe nach meiner Transplantation eine Broschüre in die Hand bekommen. Ja. Über eine Medizin, die ich einnehmen muss. Du musst ja unheimlich viel schlucken. Ja. Und da stand drin, früher waren es 6 bis 7 Jahre. Mhm. Dank der neuen Medikamente, Cyclosporin nehme ich da, kann es länger sein. Mhm. Kann es. 7 Jahre habe ich es jetzt. Wie geht's dir denn im Moment? Domian, gesundheitlich beschissen. Beschissen? Ja. Ach so, ich dachte jetzt, du wolltest mir verkünden, dass ich richtig gut bin. Nee, also vom Herzen her geht's mir prima. Ach so, das schon. Das Herz ist das einzig Gesunde an mir. Aber, und das muss ich wirklich auch den Leuten sagen, die immer sagen, mein Gott, diese Transplantationsgeschichten, wie herrlich, wie wunderbar. Was die Transplantierten erdulden müssen und dass wir viel zu wenig aufgeklärt sind darüber. Was müssen sie erdulden? Was ist das Durch Schlimmste? Die Medikamente, Domian. Achso, die Medikamente machen die anderen Organe kaputt. Ja. Ach, verstehe. Ich bin jetzt gesundheitlich ziemlich am Ende. Mhm. Welches Organ ist am meisten angegriffen? Leber, Niere, Magen? Magen, Niere, eine Niere geht futsch. Mhm. Der Magen, der Darm. Die ganze Muskulatur leidet darunter. Ich habe eine ganz starke Osteoporose bekommen. Ich meine, gut altersbedingt. Ich habe eine Polyneuropathie, aber ich möchte das da nicht alles aufzählen. Gab es denn nach der Transplantation, gab es damals zumindest eine gewisse Zeit, wo du wieder richtig gut hast leben können? Ja. Und zwar die ersten 2, 3 Jahre, da war ich fit wie ein Turnschuh. Mhm. Trotz der Medikamente. Mhm. Und deswegen weiß ich genau, und das sagt mir ja auch jeder behandelnde Arzt, durch die Medikamente. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich war im letzten Jahr im Krankenhaus. Mhm. Entschuldigung. War anschließend zur Kur. Mhm. Ich habe da meine Lieblingsklinik, in die ich immer gehe. Mhm. Und werde auch doll versorgt. Jedenfalls während der Kur trete ich nach 14 Tagen auf der Treppe ein bisschen schief. Mhm. Und brech mir doch wahrhaftig ein Bein. Mhm. Und dann bin ich da ins Krankenhaus gekommen. Dann hat mir der Oberarzt gesagt, oder der Chefarzt, nee, Herz transplantiert. Da operiere ich aber nicht. Ach. Warum? Ja, ich dürfte eigentlich keine Vollnarkosen haben. Ach so. Ja, und haben Sie dich nicht operiert? Nee. Und wie, was? Ja, die haben mich in Gips gelegt, von der Zehe bis oben bis zur Leiste. Und ist das wieder verheilt, richtig? Nee, ich hatte einen Spiralbruch und einen Wadenbeinbruch. Ah, oh, das klingt schlimm.
Ja, war auch schlimm. Mhm. Dann habe ich mich in ein Krankenhaus verlegen lassen, hier in der Nähe meines Heimatortes. Mhm. Da sagte man gleich, als ich ankam, herzlich willkommen zu Hause. Mhm. Und der Arzt hat operiert, allerdings hatte er auch Bedenken. Ach, der hat dann doch eine Narkose gegeben? Ja, er hat gesagt, wir gehen beide ein Risiko ein. Ich ein ganz großes, sie ein großes. Aber es ist gut gegangen. Ich kann wieder laufen. Mhm. Ich meine, gut, mit Rollator, aber es geht. Also da hast du wirklich recht. Diese Nebenwirkungen und die Folgen von Transplantation, da hört man nie was davon. Man hört immer von den Erbfolgen der Operation. Ja, da hast du wirklich recht. Interessant, dass du mal darüber sprichst. Und denn ich möchte das auch allen sagen, die jetzt warten, freut euch nicht unbedingt nur. Mhm. Wobei du ja sagst, dass du ein paar schöne Jahre auf jeden Fall danach hattest. Ne? Ja, aber weißt du, die anderen 4 Jahre, die möchte ich nicht nochmal erleben, obwohl ich die ja erleben muss. Ja. Heißt das so, dass du es fast bereust, dass du dich hast transplantieren lassen? Domian, bereuen? Ich war immer gegen Transplantation. Mhm. Ich habe immer gesagt, mein Gott, es gibt doch keine Ersatzteillager. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt lebte meine 90-jährige Mutter noch. Aus Verantwortung? Ja, die lebte bei mir. Ich war die einzige Bezugsperson. Mhm. Und du wolltest nicht gehen vor ihr? Ich, oh Gott, ich meine, mir persönlich hätte es nichts ausgemacht. Nee, aber der Mama. Ja, ja, ich habe an die Mutti gedacht. Mhm. Mhm. Verstehe. Dann nimmt man das dann und, auf sich. Domian, da konnte ich gar nicht anders. Mhm. Mhm. Wie ist denn das so die erste Zeit gewesen? Ist das ein befremdliches Gefühl? Ein fremdes Herz? Nee, Domian, überhaupt nicht. Denkt man an den Menschen, von dem das kommt? Ich weiß nicht, ich nicht. Du nicht? Ob man daran denkt, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe nur immer, wenn man mich danach fragte, gesagt, das war ein Engländer. Dann fragte man mich, warum. Das war ja neuerdings, trinke ich immer Tee. Ach, das weißt du, dass das ein englischer Mensch war? Nee, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Du weißt auch nicht, ob das eine Frau war oder ein Mann? Ich weiß nur, dass es ein relativ junger Mensch gewesen sein muss. Mhm. Denn du musst in der ersten Zeit jede Woche zur Biopsie. Mhm. Du weißt, was das ist. Mhm. Und dann sagte mir der Arzt, der die Biopsien machte, der war relativ jung. Der sagt, mein Gott, wenn ich Ihr Herz betrachte, Sie haben all die Herztätigkeiten, die ich habe. Mhm. Und dieser Mensch war, glaube ich, 36, mhm, war Sportler. Der sagt, das ist ein fantastisches Herz. Und das ist immer noch fantastisch. Es funktioniert immer noch hervorragend. Das Herz funktioniert prima. Aus dem, was du gerade so gesagt hast, schließe ich daraus, dass du mürbe bist und müde des Lebens. Ach, Domian, so darf man das vielleicht nicht sehen. Aber ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen. Inwiefern? Weißt du, ich war ein ziemlich lebenslustiger Mensch. Mhm. Sportlich irgendwie auch. Ich habe gern geschwommen. Ich bin, wenn dir das was sagt, mit 20 Jahren damals ist schon ins Ausland gegangen, unternehmungslustig. Das war was Besonderes, ne? Ja. In der Zeit, ja. Wer damals sagte, ich gehe für ein Jahr ins Ausland. Ja. Wo bist du hingegangen? Nach Irland. Nach Irland? Ja. Und was hast du da gemacht? Im Haushalt gearbeitet oder studiert? Ja, oder? Ich bin vermittelt worden durch Teaser von der Schulenburg. Ist dir das ein Begriff? Nee. Das ist die Schwester von dem Fritz von der Schulenburg, der unter Hitler damals... Nee, naja, ist egal. In der Storfenberg-Affäre war. Ach so, ja, siehst du, das weiß ich jetzt nicht. Und die Frau war Nonne im Ursulinenkloster. Mhm. Und bei der habe ich Kunstunterricht gehabt. Mhm. Mhm. Und, oh Gott, die kannte mich natürlich und fragte dann, hättest du mal Lust? Und so, naja, und die hat mich dann zu einer Freundin vermittelt. Ja. Was für ein Abenteuer in der Zeit, ne? Ja, Wahnsinn. Auch zu einem Künstler-Ehepaar, weil ich auch interessiert war an diesen Dingen. Ein Bildhauer-Ehepaar war das.
Und da habe ich dann die drei kleinen Mädchen in Deutsch unterrichtet. Jetzt sag mir mal, du hast gerade gesagt, du fühlst dich jetzt so ausgeschlossen, weil du ganz viele Sachen nicht mehr machen kannst. Ja, genau. Weil du zu Hause sitzt und hast Schmerzen und musst... Schau, ich darf nicht mehr schwimmen gehen. Ich darf nicht in größere Gemeinschaften wegen der Immunschwäche. Ach so. Oh ja, das ist natürlich wirklich schlimm dann. Mhm. Ich nehme ja Tabletten. Ich meine, mir sagt jeder, dem ich sage, ich habe die Immunschwäche. Ja, ich weiß ein Mittel, welches dein Immunsystem aufbaut. Da muss ich immer sagen, um Gottes Willen, ich nehme täglich so und so viel Milligramm Medikamente, die mein Immunsystem abbauen. Hast du Kinder? Nee, ich bin ledig. Du bist ledig. Und, ja, ich hatte mal ganz viel Kinder, beruflich. Da hast du was Lehrerin. Ja. Ja. Die Mama ist verstorben inzwischen? Ja. Ja. Mhm. Kann man eigentlich zweimal transplantieren? Du, das weiß ich nicht, aber ein zweites Mal würde ich es nicht machen. Nicht mehr. Wie ist denn, ich möchte nochmal auf deinen Grundgesundheitszustand zurückkommen. Ist der jetzt so ernst, dass du sagst, das ist eigentlich nicht reparabel mehr? Ja, ja. So ist es. So ist es. Das heißt, du musst dich mit dem Schicksal abfinden, du musst dich einfinden, auch in die Schmerzen und all die Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Aber Domian, ich muss sagen, es muss ja nicht jedem so gehen. Nur ich möchte auch mal aufzählen, was ein Transplantierter mitmacht. Und das ist nicht nur beim Herzen. Das wird bei Nieren genauso sein, die oder müssen, Leber? Oder? Die müssen auch diese Cyclosporine nehmen, damit das Organ nicht damit das Immunsystem gedrückt wird. Ja. Du darfst keins haben oder nur ein geringes, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Ja, ja. Ja, das hört sich eigentlich toll an, dass das mit dem Herz so gut geklappt hat, aber wiederum auch sehr traurig, dass, dass das solche Folgen hat. Ich muss heute noch den Arzt wirklich loben, der mich operiert hat. Ich bin nach 13 Tagen, Domian, schon aus dem Krankenhaus entlassen. Was für eine Kunst das ist, ne? Was für eine Kunstfertigkeit. Ja. Habe ich auch einen hohen Respekt vor Chirurgen, die das können. Ja. Ja, Elisabeth. Ich fand das sehr interessant, dass du das mal erzählt hast, weil ich das wirklich auch nicht wusste und auch noch nie gehört habe. Ich dachte immer, die Leute kriegen ein neues Organ und dann ist gut. Ja, habe ich auch gedacht. Aber so ist es nicht. Nee, ich habe auch gedacht, dann wirst du so alt wie die Mutti, die ist 93 geworden. Hat man dir das denn vorher von Seiten der Ärzte eigentlich erzählt und erklärt? Nee, überhaupt nicht. Ich musste zu einer Psychologin, die hat gefragt, warum wollen sie sich operieren lassen? Und weißt du, vom Psychologen halte ich eh nicht viel. In dem Sinne, nee, weil ich selber beruflich eben auch im Studium, Und ich habe gesagt, was heißt hier wollen? Ich will mich nicht operieren lassen, ich muss mich operieren lassen. Aber ich finde, ein Gutes hat es bei allen Schattenseiten. Du hast deine Mutter begleiten können noch, bis zu ihrem Ende. Ja. Das ist schon bis zur letzten Minute. Ja. Und die alte Frau wird wahrscheinlich auch sehr glücklich gewesen sein, dass du die Operation damals so gut überstanden hast. Ja, die wusste gar nicht, was lief. Ach so, die wusste es gar nicht. Meine Mutter war geistig nämlich noch völlig dabei. Die hat sogar beim Fußballspiel im Fernsehen noch mitgespielt. Ne? Ja. Aber dennoch hast du ihr nicht erklärt, wie ernst das um dich steht damals. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Tapfer. Sie hat gemerkt, gesundheitlich geht's nicht. Und als der Anruf kam... aus der Klinik, wir haben ein Herz für Sie, Sie müssen sofort kommen. Da habe ich ihr gesagt, Mutti, ich muss ins Krankenhaus. Ich werde morgen früh, da wird ein kleiner Eingriff gemacht. Wahnsinn. Und dann habe ich es ihr 10 Tage später erst per Telefon erzählt. Ach, dann hast du es hinterher doch erzählt. Ja, da musste ich. So seid ihr, so eure Generation. Ganz zäh und tapfer wird das alles durchgestanden. Das kenne ich aus der Familie auch. Ja, ich bin ja schon vor dem Krieg, also ich habe den Krieg mitgemacht. Und ich denke schon, dass unsere Einstellung auch zum Leben eine ganz andere ist als... Ja, das glaube ich auch. Obwohl ich die Jugend von heute sehr mag, Domian. Wärst du gerne heute jugendlich? Ich muss dir sagen, meine Jugend war schwer, aber schön. Ja. Meinst du schöner als die heutige, wie du sie mitbekommst? Ach, du weißt, das sagt jeder alte Mensch. Ja, da hast du recht. Ja, hast du wirklich recht. Ja, und das möchte ich nicht sagen. Ja. Ich meine, ich mag die Musik von heute nicht und. Ich
bin auf musischem Gebiet ziemlich dabei. Aber siehst du, das sind auch so Dinge. Ich kann die Hände nicht mehr richtig brauchen. Ich habe mal gemalt. Ja, das schränkt dann alles enorm ein. Ja, ich kann meine Instrumente nicht mehr bedienen. Das sind Dinge, und da sollte man auch in der Öffentlichkeit mal ein bisschen mehr drüber reden. So, und das hast du auf jeden Fall jetzt schon mal getan. Ist ein kleiner Anfang. Ich fand das wirklich sehr interessant mit dir, Elisabeth, und auch sehr, sehr schön, dass wir uns... Hast du einen Ausweis in der Tasche? Ein Organspendeausweis? Ja, hab ich. Hab ich. Naja. Findest du es nicht richtig? Doch, das ist jedermanns Einstellung. Ja. Weißt du, nur man sollte wirklich informieren. Ja. Man sollte informieren, wie man diesem Menschen das Organ entnimmt und was dem Menschen, der eins bekommt, hinterher begegnen kann. Ja. Kann. Kann, nicht muss. Nicht muss. Liebe Elisabeth, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ja, schade, dass ich dich gleich nicht weiterverfolgen kann. Ja, warum? Nee, du bist ja nicht im Fernsehen. Nee, im Fernsehen bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Ich wünsche dir trotz aller Beschwernisse, die du jetzt hast, erleiden zu müssen, trotzdem alles Liebe und alles Gute. Ja, danke, Domian. Von ganzem Herzen. Ja. Auf Wiederhören, Elisabeth. Ciao, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hinweis auf Samstag. Samstag ist wieder Promi-Besuch hier bei uns bei Domian. Da ist mein Gast Peter Maffay, der erfolgreichste deutsche Rocksänger. Über 40 Millionen Alben hat er verkauft. Unfassbar, unfassbar. Und alles, was er macht, wird immer zu einem großen Erfolg. Ich bin sehr gespannt auf ihn, und wenn ihr euch auch gerne mit ihm unterhalten wollt, wenn ihr telefonieren wollt mit ihm während der Sendung, dann meldet euch doch jetzt am besten schon an unter domian@wdr.de, schreibt eure Telefonnummer drauf, eure Frage, eure Anmerkung, und dann raus damit, und wir rufen euch dann gegebenenfalls zurück am Samstag. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr am Samstag im WDR Fernsehen. Hier ist Kathi, und Kathi ist 41 Jahre alt. Hallo Kathi. Ja, ich grüße dich. Hallo Kathi, um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Also erstmal möchte ich mich ein bisschen äußern zu meiner Vorrednerin, der Elisabeth, wenn es denn erlaubt ist. Bitte, nein, ja, klar. Ich fasse mich kurz. Also ich bin auch Organspenderin, aber auch den Ausweis. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Elisabeth ein bisschen negativ darüber denkt. Ja. Kann aber auch verstehen, dass es natürlich... Ich meine, sie denkt ja nicht nur, sie empfindet es ja so. Sie empfindet es auch, genau. Jetzt habe ich schon wieder Entschuldigung, bitte, hast du irgendwie eine Freisprechanlage an? Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe mich dann Tonis aus. Oh, ich höre mich schon wieder als Hall im Hintergrund. Nein, Hall, da muss euer Tontechniker ran. Na gut. Es ist wirklich nur Telefon, ist auch kein Ton hier an. Ja, also sie denkt ja nicht nur schlechter oder kritisch darüber, sondern sie erlebt es ja auch. Sie hat es erlebt, ja. Und ich meine, aber ich glaube, das weiß jeder, dass wenn eine Transplantation angesagt ist, dann auch wirklich dass das Organ nicht abgestoßen wird, dass also extrem viele Medikamente eingenommen werden müssen und tralala. Ich meine, das weiß man ja. Es gibt ja auch immer wieder ganz andere Fälle. Mir fällt gerade eine Sendung von Sandra Maischberger ein, vor ein paar Wochen. Da saß jemand, der den New York Marathon gelaufen ist nach einer Herztransplantation. Ja. Sehr beeindruckender Mann. Gell? Oder auch der Bruder von Niki Lauda war da. Auch dort, ne? Ja. Niki Lauda hat dem die Niere gespendet, und da funktioniert das auch. Also ich bin eigentlich sehr für Organspende, aber ich nehme das natürlich sehr ernst, wenn Elisabeth das so erlebt hat. Wenn sie es so empfindet, und dann ist das sehr tragisch. Also ich empfinde es als tragisch, wenn sie, also übrigens möchte ich der Elisabeth also noch herzliche Grüße übermitteln. Ich bin auch eine alte Ursulinen-Schülerin. Ah ja. Vielleicht liegt es aber auch wirklich an der Konstitution. Ich bin tatsächlich auch bei den Ursulinen erzogen worden im Internat. Ich wollte noch sagen, vielleicht liegt es wirklich an der Konstitution auch dessen, der ein neues Organ bekommt. Ja, ob er mit diesen Medikamenten umgehen kann, ob er nicht damit umgehen kann und so weiter. Möglicherweise. Also wie gesagt, ich persönlich habe Gott sei Dank dieses Problem nicht. Meine Organe sind in Ordnung. Und ich sage immer, wenn ich mal einen Unfall habe, dann kann sich jemand freuen. Mhm. Weil meine Organe sind dermaßen fit, dass... ich bin ja der Spender, und der Empfänger, der kann sich eigentlich dann freuen.
Ich finde das auch. Also ich gebe sie gerne ab, die Organe. Ich brauche sie ja nicht mehr. Und wenn jemand sie haben will, dann soll er sie haben. Das ist dann die Entscheidung des anderen Menschen. Mhm. No? Mhm. Aber jetzt komme ich eigentlich aufs eigentliche Thema. Ich habe ja nicht wegen Elisabeth angerufen, ja, sondern eigentlich wegen Julia von gestern. Ja, Julia, sag mal Stichwort. Julia war die... Julia ist die, diejenige, die so fasziniert ist von ihrer blinden Freundin. Ach genau, so war es, ja. Ja. Mhm. Und mir ist es also, das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich habe so ein ähnliches Erlebnis gehabt. Mhm. Aber bei mir ist es nicht so, dass meine Freundin blind ist, sondern gehörlos. Ja. Ich erkläre vielleicht eben den Leuten, die gestern nicht dabei waren. Also ja. Julia hat durch Zufall eine Frau kennengelernt, die blind ist, und sie haben sich sehr eng angefreundet. Und seitdem hat die Anruferin gestern, also Julia, geht mit ihrer blinden Freundin blind aus. Das heißt, sie überklebt sich die Augen, zieht eine dicke Brille auf, um die Welt so zu erleben und zu erfahren wie ihre blinde Freundin. Sie gehen einkaufen, sie gehen ins Theater, in die Oper und so weiter. Ja, genau. Und war ganz begeistert davon und auf diese Art irgendwie sinnlich ganz neu zu empfinden. Ne? So war's. Genau, so war's. Mhm. Also die Sinne, sag ich mal, irgendwie runterzuschrauben, um andere Erfahrungen zu machen. So, genau, ja. Mhm. Und genauso ist es bei mir auch, nur meine Freundin ist eben nicht blind, sondern gehörlos. Ja. Und diese Erfahrung, das ist also wirklich sehr extrem, also lehrreich, sag ja. ich mal. Ja? Kurz ein paar Fakten, wie lange kennt ihr euch? Wir kennen uns jetzt locker 12 Jahre. 12 Jahre, und wie kennengelernt? Wie kennengelernt auf einer Computermesse in München. Ach so. Auf der System. Also zufällig. Ganz zufällig, mhm. Ja. Und wie versuchst du dich jetzt so in sie hineinzudenken oder hineinzufinden? Ja, bei mir ist das so, also ich bin Gebärdendolmetscherin. Also. Mh. Also Gebärdensprachendolmetscherin heißt es korrekt. Also eine Frau, die mit den Händen immer sowas macht im Fernsehen, ne? Ja, ja, genau, wie immer so Tralala macht. Mhm. Also im Fernsehen ist das allerdings in deutscher Gebärdensprache, nennt sich DGS. Mhm. Und ich spreche... Und ich habe es durch Conny, also meine Freundin, kennengelernt in ASL. Das ist was? American Sign Language. Also das ist die amerikanische Version der Gebärdensprache. Okay, ist jetzt vielleicht zu speziell? Ist letztendlich in der Basis gleich, aber es gibt dann natürlich Redewendungen und Tralala, die komplett anders sind und die man in DGS nicht anwenden kann oder übersetzen kann. Aber ist das dann in Englisch oder wie? Ja, das ist in Englisch. Das ist eine englische Satzstellung und ein bisschen anders als deutsche Gebärdensprache. Wie gesagt, die Basis Ich finde das ja immer ganz faszinierend. Kurze Zwischenfrage, ehe du weitererzählst. Kann man mit Gebärdensprache sich so differenziert ausdrücken, wie man es mit normaler Sprache kann? Ja, also ich sage mal, jein. Also wie gesagt, die Basis ist dieselbe. Die Gebärdensprache selbst ist aber sehr, sehr flexibel. Mhm. Das gibt zum Beispiel... ich sag mal, angenommen, es kommt ein neuer Film im Kino. Mhm. Da gibt's natürlich keine Gebärde für. Oder so, oder angenommen, es wird der Euro eingeführt. Ja. Ja, dann heißt es nicht mehr D-Mark, dann heißt es Euro, da muss eine neue Gebärde für Euro her. Also die Gebärdensprache. Ja gut, aber wir mussten ja auch ein neues Wort erfinden für die neue Währung. Ja. Und die Gebärdensprache ist also so flexibel, dass da wird also einfach mal irgendeine Gebärde erfunden. Da wird sogar im Internet drüber abgestimmt, welche die beste ist. Ehrlich? Und, ja, ist tatsächlich so. www.traumschlag.de zum Beispiel, ein wunderbares Portal für Gehörlose oder hörgeschädigte Menschen. Ja, ist das www.taubenschlag.de? www.taubenschlag.de, ah, ja. Okay, also, jetzt erzähl mal weiter mit von deiner Freundin. Wie, ja, also wir haben uns kennengelernt und mich hat das also inspiriert, gestern das Gespräch von der Julia jetzt auch darauf zurückzukommen. Das ging mir ganz genauso. Also, was heißt das? Stopfst du dir die Ohren zu oder... Nee, ich stopfe mir nicht die Ohren zu, das tue ich nicht. Ich beobachte sie eigentlich nur. Mhm. Also mich fasziniert die Mimik auch. Ne? Also die Julia zum Beispiel sprach gestern von den tollen Lippen oder irgendwie sowas, ja. Mhm. Also so weit geht es bei mir nicht. Aber mich fasziniert die Mimik, die Ästhetik in der Sprache. Mhm. Weil ASL ist auch wird ganz anders gebärdet als zum Beispiel DGS. Und mich fasziniert die Mimik und der Ausdruck in den Augen. Also man kann bei einem gehörlosen Menschen sehr viel mehr in der Mimik herauslesen, selbst wenn man die Gebärden gar nicht verstehen würde. Das glaube ich. Ich habe schon mal ab und zu in der Stadt irgendwie Gehörlose beobachtet und mir die Gesichter angeguckt. Die Gesichter sehen anders aus als
die Gesichter von uns sprechenden Menschen. Mhm. Aber wäre es nicht für dich auch interessant, so wie Julia das gestern umgekehrt gemacht hat in ihrem Fall, dass du dir die Ohren mit Oropax oder was ich völlig... Ja, das habe ich auch schon probiert. Ne? Also wir haben das, also diese Späßchen haben wir auch schon gemacht. Mhm. Ne? Also so Oropax, aber so ganz funktioniert es ja nicht. Also so ein bisschen dumpf hört man ja immer noch. Mhm. Selbst mit Oropax und was weiß ich was, Kopfhörer und alles tralala drüber. Also was immer... Ja, also jetzt nicht Kopfhörer im audiotechnischen Sinne, sondern irgendwie nur zum Zuschauen. Mhm. Ne? Es klappt ja nicht, also wir hören immer noch. Ja, man hört immer was, ich weiß. Mhm. Wie erklärt man einem Menschen, der taub geboren wurde, ja, wie erklärt man ihm, was Musik ist? Ja, jetzt kommt der Hammer. Der Witz ist, sie erklärt mir, was Musik ist. Wie kann sie das? Ja, wie kann sie das? Sie spürt es. Wo spürt sie es? Und jetzt halte ich bitte fest, schneide ich an und setze ich zurück. Die Frau ist Tontechnikerin. Das ist der Hammer. Das kann ich gar nicht glauben. Wie soll das funktionieren? Das ist so. Das ist wirklich so. Also ich habe da so wissenschaftliche Abhandlungen gelesen, dass irgendein Gehirnzentrum, auch bei Gehörlosen, irgendwie für Musik zuständig ist, obwohl sie es eigentlich nur über den Körper irgendwie erfahren. Ja. Ja, kannst du sogar auf ihrer Webseite nachlesen. Das ist wirklich ultra interessant. Mhm. Ja, www.idvaudio.de, also id4audio.de, kannst du nachgucken. Mhm. Das ist der Hammer. Also das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Einmal, sie ist Tontechnikerin, das finde ich schon wahnsinnig. Aber auch die Tatsache, dass sie dir erklärt oder mit dir über Musik spricht, ist ja, mir völlig ohne. Über Musik, ja, das ist kein Witz. Wir sprechen tatsächlich über Musik. Wie kann man abstrakt Melodie erklären? Melodie erklärt sie zum Beispiel in Bewegungen, ne? Indem sie sich einfach bewegt und sie bewegt sich nach dem, was sie an Musik spürt. Und das kommt witzigerweise oder auch... Aber was kann sie spüren? Ja, das ist witzigerweise so, ist es eigentlich nicht. Das ist eigentlich fantastischerweise, kommt das wirklich im Takt und in der Harmonie hin. Also heißt das, es gibt vielleicht doch irgendwie noch ein anderes Sinnesorgan, was für Musik zuständig ist, als denn nur die Ohren? Ja, anscheinend. Also das ist ultra interessant, weil ich selber, ich habe also gar keine Ahnung von Musik, ja, also nicht viel. Mhm. Ne? So als Kind immer Blockflöte gelernt und das war's dann auch schon. Ne? Aber und die erzählt mir dann noch was von Harmonien und Interferenzen und was weiß ich was alles oder erklärt mir was. Das habe ich bis heute nicht verstanden, was sie da am Mischpult tut und was ein wie heißt das Gerät da, ein Kompressor tut. Oder irgendwas von Auxe, Return und Tralala. Ne? Was meinst du, auch mit deinen Erfahrungen jetzt mit gehörlosen Menschen? Man stellt sich ja schon mal so die Frage, was wäre schlimmer, wenn ich jetzt mein Augenlicht verlieren würde oder mein Gehörsinn? Was meinst du, was für den Menschen einschneidender ist, wenn einer dieser Sinne ausfällt? Welcher ist einschneidender? Ja, das kann ich ja nur aus meiner persönlichen Perspektive beantworten. Ja, wie wäre es für dich, wenn du... Also für mich persönlich wäre das Augenlicht schlimmer zu verlieren. Mhm. Ja, also ich sag mal, eine gehörlose Person, die kann sich ja immer noch über Gebärdensprache verständigen oder das Musikempfinden, so wie ich es bei ihr kennengelernt habe, was ich übrigens bei allen anderen Gehörlosen, die ich kenne ja viele durch den Job, da kenne ich dieses Empfinden nicht. Ne? Die möchten auch gar nichts mit Musik und alles, was Geräusche macht, möchten sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Mhm. Ne? Also ist das schon eine Ausnahme bei deiner Freundin? Das ist eine große Ausnahme. Mhm. Also das ist eine sehr faszinierende Frau. Weißt du übrigens, ich habe eine Psychologin, die auch mit Gehörlosen arbeitet. Ja. Und die hat mir erzählt, das fand ich ganz, ganz beeindruckend, dass es irgendwo einen Club von Gehörlosen gibt. Die, da gibt es elend viele. Ja, nee, pass auf. Die einmal im Monat sich treffen und sich meine Sendung, wo es nur um Akustik geht, im Fernsehen anschauen. Das finde ich verrückt. Ja, das macht sie auch. Das macht sie auch. Aber also Conny schaut sich deine Sendung an. Ja, sie kann mich ja sprechen sehen, aber sie hört ja nicht die Anrufe. Nein, sie rätselt dann. Da macht sie sich einen Spaß draus. Die macht sich einen Juck daraus, zu rätseln, was erzählt jetzt dieser Anrufer dem Domian? Ja? Was erzählt der Anrufer jetzt dem Jürgen Domian im Fernsehen? Jetzt verspricht sich einen Joke draus. Und dann chattet sie mir oder schreibt mir eine E-Mail nach dem Motto, also ich glaube, dass der Anrufer das und das erzählt hat. Ne? Witzig, sehr witzig. Jetzt musst du mir versprechen, diese deine Freundin sehr herzlich von mir zu grüßen. Ja, natürlich. Und dir alles Liebe, alles Gute zu wünschen.
Ja, klar. Und ich fand es auch interessant, mit dir gesprochen zu haben, Kathi. Ja, okay. Alles Gute. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ich wollte eigentlich noch erzählen, diese super witzige Begegnung, als ich mit ihr einem Blinden begegnet bin. Aha. Und dann ging es mit der Übersetzung hin und her. Ja. Das war so witzig. Also wir waren, sie hat gemischt, also wirklich, das ist kein Mist, sie steht hinter Mischpult in irgendeinem Live-Club und mischt eine Band ab, eine Jazzband an diesem Abend. Und es war ein blinder Gast dort. Mhm. Und die beiden kamen irgendwie, irgendwie haben die sich kontaktiert. Mhm. Und dann diese Begegnung alleine zwischen einem und einer Gehörlosen. Das ist, glaube ich, ja. Das ist wirklich, also das war wirklich krass witzig. Das glaube ich. So, Kathi, danke für deinen Anruf. Okay. Liebe Grüße. Ja, ich grüße. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist die Marlene. Marlene ist 53. Hallo Marlene. Ja, hallo Jürgen. Grüße dich. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, ich muss mal mit jemand reden. Und zwar, ich habe vor 7 Wochen meinen Mann verloren, von einer Minute auf die andere. Der war im Januar erst 57 Jahre alt geworden. Ja. Und ich komme sonntags morgens auf, und wir haben so ein kleines Fernsehzimmer hier oben noch. Mhm. Und wenn er ausgeschlafen hatte oder was, oder früher aufgestanden ist, dann ist er immer schon mal zur Toilette gegangen, hat sich dann vorne hingesetzt, hat ein bisschen ferngesehen und ist dann auch wieder zu Bett gekommen. Mhm. Und auf einmal, ich denke, warum ist das Bett denn so leer? Mhm. Und dann bin ich dann morgens so gegen 7:45 aufgestanden, gehe hier vorbei und dann sitzt der ganz gemütlich tot im Sessel. Ach, vor dem Fernseher? Vor dem Fernseher, der Fernseher lief. Herzschlag oder was? Ich weiß es noch nicht. Ich habe mit dem Arzt zwar schon mal gesprochen, ich muss auch noch mal dahin gehen, aber der hatte die Abschlussberichte und sowas noch nicht. Gab es denn eine Obduktion? Nein, die habe ich auch nicht zugelassen, das wollte ich auch nicht. Mhm, ja. Ne, der saß ganz, also ich dachte erst, er wäre beim Fernsehgucken eingeschlafen und ich werde mit der Situation irgendwie, komme ich nicht klar. Das glaube ich. Weil ich nämlich Mutterseelen alleine bin, meine Eltern, die sind schon, die sind tot. Meine Schwiegereltern leben nicht mehr. Mhm. Geschwister habe ich keine. Kinder haben wir keine. Kinder habt ihr keine. Die Geschwister von meinem Mann, die leben alle ein bisschen außerhalb. Ja. Wie lange war ein gutes Verhältnis mit. Ich habe Freunde, ich habe Bekannte, ich bin im Verein drin, alles drum und dran. Aber das, ich habe Tage, dann geht das gut. Und dann habe ich Tage, dann bin ich auch wieder unten. Ne? Das glaube ich. Es ist ja auch so frisch noch. Sieben Wochen, das ist ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Fast 35 Jahre. 35. Und zwei vorher haben sie kann insgesamt 37 Jahre. Und das kann man nicht einfach so wegstecken. Das kann man wirklich nicht. Das ist ja auch ein ungeheurer Schock für dich. Muss das ja gewesen sein. Das kann ich dir sagen. Als du verstanden hast, hier stimmt was nicht. Der ist entweder bewusstlos oder gar. Hast du es gleich im ersten Moment gedacht, er ist tot? Oder hast du noch gedacht? Nee, ich hab sofort gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe mir das gedacht. Ne? Mhm, 100% wusste ich nicht. Dann habe ich sofort die 112 angerufen. Die kamen mit allem Mann. Mhm. Hier war was los. Dann kamen die Kripo noch Bescheid gesagt. Die kamen noch. Mhm, dann haben die noch einen Seelsorger Bescheid gesagt vom Notarztdienst. Mhm. Dann haben die meine Familie, also von meinem Mann, die Geschwister angerufen. Die kamen sofort alle an. Ne? Also so Hilfe habe ich bis jetzt schon gehabt. Aber ich meine, alleine ist alleine, ne? Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Alleine ist alleine. Ich habe zwar noch jetzt meinen kleinen Hund hier, der leider nicht, einen Nachteil hatte, der bleibt leider nicht alleine. Ja, achso, das heißt, du musst dich... Das ist auch so eine Sache, aber ich kann den überall mit hinnehmen, der ist auch brav. Ja, und ich habe auch noch so ein Pech gehabt. Ich hatte Ende letztes Jahr ist nur eine Humeruskopffraktur. Das ist zwischen Oberarm und Schulter, den Arm, rechten Arm umgebrochen. Das kommt auch noch dazu, das auch noch nicht 100% ausgeheilt. Ne? Sag mir doch mal, ob dein Mann irgendwelche Anzeichen einer Erkrankung hatte. Ja, der hatte, was die Geschwister alle hatten, der hatte so mit hohem Blutdruck und sowas zu tun. Ah, so. Ne? Aber das hatte der durch den Arzt im Griff, der hat da Medikamente für gehabt. Ne? Also das war nicht so ein Anzeichen. Wir waren freitagsabends mit Bekannten noch schön aus Essen gegangen hier bei uns im Ort. Wir haben Samstag noch Abend schön zusammengesessen. Wir haben Urlaubspläne noch überlegt, wo wir mal hinfahren könnten. Weißt du, was mich wundert, Marlene? Dass du noch nicht darauf bestanden hast, dass man dir das sagt, woran dein Mann gestorben ist. Ja, ich habe mit dem Arzt gesprochen und der muss die Abschlussunterlagen da haben. Und die hatte der noch nicht da. Das dauert bei denen alle so lange. Ja, hör mal, das ist 7 Wochen her. Ja, ich weiß es. Das will ich auch jetzt demnächst nochmal am Grund gehen. Weil das ist für dich ja, glaube ich, auch dann noch eine wichtige Sache zu erfahren. Ja, der eine sagt, das wäre ein Herzschlag gewesen, der andere sagt, das wäre ein Sekundentod, der eine sagt, das wäre ein Herzinfarkt. Also was es jetzt war, ich weiß es nicht.
Er war auch nicht verstellt und nichts, der sah ganz normal aus. Ne? Mhm. Du hast ja gerade gesagt, da sind schon genug Leute, die sich um dich kümmern, aber alleine ist alleine. Ja, das ist immer das Wochenende, das ist immer für mich schlimm. Ne? Wenn der Sonntag kommt, dann ist ja sonntags morgens passiert. Wenn der Sonntag da ist, dann ist furchtbar. Glaube ich. Du bist nicht nur berufstätig? Kann ich jetzt im Moment mit meinem Arm noch ja nicht. Warst du vorher denn berufstätig? Ja, aber schon eine längere Zeit nicht mehr, weil ich habe meinen Vater auch noch als Pflegefall da gehabt. Ach so. Und da war ich schon zeitlang raus. Was hast du denn gemacht beruflich? Ich war im Büro. Ja. Wäre das denn eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dieses eventuell wieder anzugehen, wenn das mit dem Arm in Ordnung ist? Wenn das mit dem Arm in Ordnung ist, ja. Es kann aber auch sein, dass ich noch ein bisschen was davon zurückbehalte. Das ist noch nicht so 100% amtlich, ja, ne? Weil das wäre dann aber ja so leichte Arbeiten, das könnte ich schon machen. Das wäre schon kein Problem. Aber das dauert noch seine Zeit, ne? Bist du hast gerade was vom Seelsorger oder sowas, bist du in einer Gemeinde aktiv oder? In der Gemeinde bin ich nicht aktiv. Der Seelsorger, der war vom Notarzt. Ach so. Bin ich in der Gemeinde aktiv? Ich bin in einem Verein so aktiv. Was ist da das war mein Mann auch mit drin und was da habe ich auch viele Freunde, Nachbarn, Bekannte. Das geht schon einigermaßen. Was ist das für ein Verein? Das ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist ein Sparclub. Nee. Das sind Leute, die. Wir haben einen Sparclub, da sind 100 Sparer drin. Ach. Ja, und ihr spart um die Wette. Vorstand mit drin. Und ihr spart alle um die Wette, oder was? Nein, wir sparen nicht um die Wette. Du kannst ab 5 Euro kannst du so viel reinschmeißen, wie du willst. Und einmal im Jahr, das ist immer Ende November, dann haben wir ein ganz großes Sparclubfest mit Tombola, mit allem drum und dran. Mit Musik, mit Tanz, mit allem, Verlosung. Und dann wird das alles auf den Kopf gehauen, was gespart wird? Nein, dann kriegt das jeder ausgezahlt. Ach so. Und von den Zinsen veranstalten wir das große Fest. Na, das ist aber pfiffig. Ja. Das ist aber nicht schlecht. Aber nee, wirklich. Das machen wir schon lange. Da bin ich im Vorstand drin und das geht ganz gut. Weißt du, Marlene, ich will dir mal sagen, der Tod liegt 7 Wochen zurück. Ich glaube, dass das Gefühl, was du vorhin geschildert hast, die Einsamkeit an den Sonntagen und so weiter, dass das alles noch völlig normal ist. Ich bin eigentlich ganz, ganz optimistisch bei dir, weil du ja doch, ich glaube, du bist eine lebensfrohe Frau eigentlich. Ja, die bin ich. Ja, bist du. Die bin ich. So, und du hast eben auch sehr viele Menschen um dich herum und du bist nicht vereinsamt. Kann man nicht sagen. Nein, ne? Also solange ich die auch um mich rum habe, geht das auch. Aber wenn ich dann so gewisse Uhrzeiten, wo wir immer zusammen waren, dann kommt das schon mal ist hoch. Ja auch so klar. Gegen Abend oder morgens, wenn ich aufstehe. Ist ja auch klar, nach 35 Jahren. Ja. Ich glaube, das musst du einfach jetzt aushalten. Ja, sicher. Nach 7 Wochen ist das noch ja, nicht Ja, und mein Mann, der hat es ja auch nicht einfach gehabt. Der hat vor 3 Jahren die Firma so plötzlich zugemacht. Der rennt heute noch hinter das Geld. Das läuft mal alles über die Insolvenz. Ne? Das hat dem auch fertig gemacht. Und im Alter hat auch nichts Neues mehr gefunden, trotz sämtlicher Mühen. Das ist alles nicht so einfach. Also heutzutage. Ich mache mir, was die langfristige Überlegung anbelangt, um dich keine Sorgen. Ich glaube, du wirst das schaffen. Dass das jetzt im Moment immer wieder noch wehtut und das wird auch noch Monate so gehen. Und wenn ja, das sicher. Aber du musst, das machst du glaube ich auch sowieso schon rein intuitiv, du darfst dich nicht abkapseln. Du musst, nee, das mache ich auch. Du musst unter die Leute gehen. Ja, das mache ich auch. Das musst du machen. Ich glaub, ja, ich habe ein eigenes Haus mit Garten, mit allen drum und dran. Ja. Da sind natürlich jetzt schon welche, die sich bemühen und wollen mir da den Hof machen, aber da ist mir alles zu früh, das mache ich noch nicht. Ja. Da habe ich noch kein Interesse dran. Also. Ich würde sagen, jetzt, das musst du aushalten. Das ist normal nach 35 Jahren Ehe. Aber ich glaube, du bist eine starke Frau, du wirst es schaffen. Glaube ich. Ja, ich hatte eine Nachbarin, deren Mann ist verstorben, die wohnt direkt neben mir. Der war erst 43 Jahre, der hat aber wohl Krebs gehabt. Aber nach 2 Monaten hatte ich schon 9 gehabt. Ja, aber das ist was mit mir im Kopf nicht dran geht. Nee, und das ist aber auch ganz ungewöhnlich, glaube ich. Das haben die anderen Nachbarn, die sagen, die ist unheimlich kalt und abgebrüht. Ja. Also sowas begreife ich überhaupt nicht. Ja, das ist auch. So soll es bei dir nicht kommen. Nee, bei mir sowieso nicht. So, liebe Marlene, jetzt wünsche ich dir, dass du über die schweren Stunden gut hinwegkommst. Ja, war nett, mit dir mal gesprochen. Ja, ich fand es auch sehr nett, dich kennengelernt zu haben. Und wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja. Danke dir. Tschüss, Marlene. Ja, tschüss. Hier ist Alex. Alex ist 21. Hallo, Alex. Hallo. Hi, Alex. Ja, hi. Hier ist Alex. Ja. Ich wollte mich zum Thema äußern wegen der Transplantation. Ich habe das gerade mitbekommen. Transplantation. Genau, Herztransplantation. Mhm. Und ich bin selbst transplantiert. In deinem Alter schon? Ja. Was? Herz und Niere. Herz und Niere? Ja. 1992 wurde das Herz transplantiert. 1992, da warst du? Ja, 8 Jahre. Ja. Da ich hatte einen angeborenen Herzfehler, muss man zuvor sagen. Ja. Da wurde halt 1991, wurde es in Amerika versucht zu reparieren teilweise. Mhm. Was die Amerikaner leider auch nicht hingekriegt haben. Mhm.
Und dann ein Jahr später war ich halt ziemlich schwach gewesen, mit dem alten Herz noch. Und dann haben die, hat man halt in Innenhausen, Bad Innenhausen, da ist ein großes Herzzentrum in Nordrhein-Westfalen hier. Ich weiß, ja. Ja, die haben halt gesagt, okay, wir transplantieren dich. Ja. Habe ich halt 6 Wochen gewartet. Dann kam mein Anruf und ich wurde dann halt, ja, dann hieß es halt, kommen Sie sofort, wir müssen wir transplantieren, wir haben das Herz da. Und das war dann das Herz eines gleichaltrigen Menschen? Ja, es war ungefähr genauso alt wie ich. Weil das wächst dann mit, ne? Genau, es wächst dann mit, mit der Zeit. Und wann kam das mit der Niere? Und das, ja, das ist ja eine andere Geschichte, weil die Amerikaner 1991, ich weiß nicht, Makuma, sagt das was? Ja, sag mir was, aber erklär es nochmal, bitte? Das ist ein Blutverdünner. Genau. Für die, die es nicht wissen. Und dieser Blutverdünner, der wurde 1991 nicht eingesetzt. Ja. Dadurch hat sich bei der Operation eine Kruste auf dem Gehirn gebildet. Ja. Ja. Und dann hatte ich ein, zwei Jahre, also nach der Herztransplantation kam dann auch eine Abstoßung, eine große, die war 1996. Abstoßung des Herzens? Des Herzens, genau. Aber das kann man mit Hilfe von Cortison behandeln, ja. Nur Cortison hat halt die Nebenwirkung, dass man halt dann aufgeht wie ein Schwamm. Ja, also man sieht dann auch so richtig dick aus im Gesicht und sowas. Ja, ja. Und das, man quillt halt auf und so. Und was ist das mit der Kruste im Gehirn, was du gerade erzählt hast? Genau, das, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Auf einmal ist das Gehirn dann mit angeschwollen. Ja. Das Blut kam dann, weil die Kruste halt nicht da, weil die Kruste halt da war, kam das Blut nicht dadurch, wo es lang wollte. Dadurch gab es dann, ich weiß nicht, epileptischer Anfall, sagt dir das was? Ja, dadurch kam es dann zum ersten epileptischen Anfall, dachte man, okay, kann mal passieren, Schwamm drüber. Nur dann, weil das, man wusste dann nicht, woraus das kam. Dann kam der zweite Anfall. Und darauf wurde ich dann eingestellt, mit einem Medikament, dass bei 2 Menschen auf der Welt, ich bin Nummer 2, dafür sorgt, dass die Nieren zerstört werden. Dass die Nieren zerstört werden? Ja, das hat aber nichts mit dem Herz. Also normalerweise funktioniert es und bisher bei 2 Menschen sind die Nieren zerstört worden. Genau, durch dieses Medikament, was halt die Epilepsie unterdrückt. Ja. Also, sonst auf der Welt funktioniert es, aber bei dir und bei dem anderen Menschen nicht. Ja, der eine Amerikaner ist da, hatte halt fast Pech gehabt und ich habe Pech gehabt. Wie alt warst du da, als das passierte? Da war ich 16. 16. So, da war eine Niere kaputt. Nee, direkt beide. Beide? Ja. Das ging langsam und so, aber man wusste erst nicht, wovon das kam. Dann war ich ja kurze Zeit an der Dialyse, so ungefähr 1-2 Monate. Boah, Alex, was hast du mitgemacht schon? Ja, okay, ich weiß nicht, ich komme damit klar und sowas, deswegen ist es in Ordnung. Ja, aber wenn man das so hört, ist das schon krass, hört sich ja schon heftig an. Jetzt sag mir mal, hast du beide Nieren verloren und hast du zwei neue Nieren bekommen? Nein, man kann, also die Nieren, die habe ich, gut, man kann sagen, die funktionieren nicht mehr. Hm? Man lässt Nieren drin. Ach, man lässt die Nieren drin und setzt eine. Die sind hinten drin. Und man setzt eine zusätzliche dazu, oder? Genau, und dann meine Mutter, die war so gut und hat dann gesagt, okay, wir haben ungefähr die gleichen, wir waren, kann man sagen, von den Blutwerten eher Zwillinge, ja. Kann man sagen, und dann hat sie gesagt, okay, dann kriegst du meine Niere. Und da ist dann, ich muss mal ganz blöd fragen, und da ist dann noch Platz für eine dritte Niere? Die dritte Niere kommt vorne im Bauchraum rein. Und das funktioniert? Im Unterbauchraum, da wo ungefähr Blinddarm ist, das klappt, ja. So, jetzt hast du diese Krankengeschichte so grob erzählt, aber wirklich wahrscheinlich nur sehr grob. Wie geht es dir denn jetzt mit diesen Transplantationen? Gut. Dir geht es gut? Ja, ich kann nicht klagen, also. Und du kannst das nicht nachvollziehen, was Elisabeth von dir erzählt absolut hat? Absolut nicht. Also ich habe jetzt gerade, als ich die Sendung gehört habe und das gehört habe, da wurde ich auch hellhörig und sowas. Und ich weiß nicht, ich habe das jetzt gerade, wie sie das so erzählt hat, habe ich es als abschreckendes, ja, wie soll man sagen, als Abschreckung für alle die, für all diejenigen empfunden, die halt vielleicht spenden wollen oder so. Ja, ich glaube, das darf man nicht so verstehen. Ja, so kam es rüber. Also, spenden sollte man immer, denn die Entscheidung fällt ja der Mensch, der ein Organ haben will. Ne? Ja, das ist die Entscheidung. Ja, und ich denke mal, sie hat ja in der Sendung auch gesagt, sie ist gegen Organtransplantation. Ich denke mal, wenn sie so, eher dagegen ist, ja. Ich glaube, man darf nicht so angenommen. Ich glaube, man darf das wirklich alles nicht verallgemeinern. Da reagiert wahrscheinlich jeder Mensch anders. Und bei Elisabeth, sie ist ja auch nun viel älter als du, hat das nun mal so eine Wirkung. Und bei dir und bei vielen anderen, wie man ja auch so hört, hat es eine sehr gute Wirkung, ne? Ja. Eine sehr lebensbereichernde Wirkung. Ja, auf jeden Fall. Nimmst du denn, musst du heute, nun ist das ja schon eine ganze Zeit her? Ja, ich muss schon auch lebenslängliche Medikamente wohl erstmal nehmen. Ja.
die Medizin entwickelt sich ja weiter. Ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist. Also. Kannst du denn so normal im Alltag leben? Ja, doch. Es geht ja. Halt, ich muss halt morgens und abends Medikamente nehmen. Ja, und was machst du beruflich? Ich bin Student momentan, weil das ist halt das Problem, wenn man schwerbehindert ist, hundertprozentig, findet man in Deutschland, wo es eh schwer ist, einen Stimmt. Arbeitsplatz zu bekommen, ja, erstmal recht keinen Arbeitsplatz, wenn man dann auch reinschreibt, dass man schwerbehindert ist. Klar. Was, ja. was studierst du? Volkswirtschaft. Volkswirtschaft, ja. Ich dachte jetzt Medizin. Nee, nee, also hatte ich erst vorgehabt, aber ich habe erstmal nur Fachabitur gemacht und sowas, weil ich wollte nicht so um den Klassen wiederholen und sowas und ja, dann hat es bis zum Fachabitur gereicht. Und jetzt mache ich erstmal, an der Uni habe ich dann, muss ich da so ein paar Brückenkurse machen und sowas, dann geht das. Dann kann ich mir noch schon umsteigen, wenn ich will. Mir hat die Elisabeth gerade erzählt, ich weiß nicht, ob das jetzt in deinem Fall auch so ist, dass ja so mindestens 7 Jahre ein Herz hält, sage ich in Anführungszeichen. Ich denke mal, das ist das beste Beispiel. Ich bin jetzt 21, ist mit 8 transplantiert worden. Stimmt, ja. Also es hält. Und das Herz ist auch, funktioniert wunderbar. Ja, doch. Ich bin jetzt vorgestern erst wieder zur Kontrolle gewesen. Die findet alle 6 Wochen statt. Aber wie ist denn die Prognose? Könntest du rein theoretisch damit jetzt sehr alt werden oder hängt da doch so ein Damoklesschwert über dir, dass das Herz dann doch irgendwann versagt? Also ich hab damals gefragt, den Arzt, und mehrmals auch, der hat auch gesagt, man hat halt bei den Kindern noch nicht so die Erfahrung damit. Ach so. Ja. Also es könnte sein, dass Kinder das eher annehmen und das Organ sich dann mit dem eigenen Körper mehr verwebt. Dass es mehr klappt und sowas. Und er sagte, man kann nicht sagen, dass es jetzt, nicht so lange hält oder sowas. Es kann sein, dass ich 80 Jahre alt werde. Es kann auch sein, dass ich, weiß nicht, vielleicht in 3 Jahren neues brauche. Also man weiß es nicht. Also du könntest dann aber auch nochmal neu transplantiert werden. Das würde auch gehen, Das geht auch. Ja. Wie lange hält, ich sag das mal jetzt so, das hört sich so blöd an, hält ein Herz oder hält eine Niere, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Wie ist es bei der Niere? Ja, die Nieren, da haben sie bisher, das wird schon länger transplantiert. Und dann so, das längste, was ich bisher kenne, ist 25 Jahre. 25 Jahre? Ja. Also ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Musst du so auf besondere Sachen achten, ich sag es mal Ernährung oder musst du bestimmte Gymnastik machen oder darfst du keinen Alkohol trinken oder irgendwas Besonderes? Ja, also ich denke mal, Alkohol sollte jeder Mensch in Maßen genießen oder sowas. Ne? Aber in Maßen kannst du es auch trinken? Ja, ich kann normal trinken und sowas, also ich kann mich selbst auch einschätzen und sowas. Mein Bier und Glas Wein ist okay? Ja, auch 2 oder 3 oder sowas. Ne? Also solange ich nicht, jeden Tag Stolz trinken, in Eckelich ist das in Ordnung. Nun hat die Elisabeth ja gerade wirklich von den erheblichen Nebenwirkungen von den Medikamenten gesprochen. Bemerkst du gar keine Nebenwirkungen? Ja, ich weiß nicht, also optische Nebenwirkungen vielleicht, wenn man mal überlegt. Also ich war vorher so wie Michael aus Lönneberger, so blond, ja, kann man sagen. Und dann kamen die Medikamente und dann sind die Haare dunkler geworden. Ach, durch die Medikamente? Ja, das ist dunkler geworden und... Na gut, damit kann man ja leben. Ja gut, und teilweise der Haarwuchs ist auch stärker geworden. Also bei mir ist es jetzt nicht ganz so schlimm oder sowas, aber es gibt halt auch Patienten, sieht man das ja in den Ambulanzen und sowas, die haben dann, weiß nicht, zum Beispiel bei Mädchen finde ich das ziemlich schlimm, wenn die so ein Damenbart oder sowas kriegen. Aber das will ich auch nicht verallgemeinern, weil ich kenne auch sehr genug Mädels, die transplantiert wurden oder sowas, auf den Ambulanzen, die halt kein Damenbart haben. Apropos Mädels, hast du eine Freundin? Momentan nicht, nein. Hattest aber schon? Ja, doch. Ist das... irgendwie schwierig, das so zu erklären? Ja. Oder hemmt dich das? Nee, ich kann, sonst hätte ich mich hier angerufen, glaube ich. Also nee, ich kann da mittlerweile ganz offen drüber reden und entweder man nimmt mich oder man nimmt mich nicht. Und die, ja, gute Einstellung. Ja. Ja. Haben denn Frauen schon mal komisch reagiert und wie seltsam, gruselig oder irgend sowas? Ja, es gibt immer welche, die sagen, na, lass mal lieber oder sowas, aber ich habe auch genug positive Erfahrungen gemacht. Also es hält sich im Gleichgewicht, denke ich mal. An dich auch die Frage, die ich vorhin auch die Elisabeth gestellt habe, denkst du manchmal über den Menschen nach oder die Menschen nach, von denen du die Organe hast? Ich habe mal drüber nachgedacht, weiß nicht. Wobei, du warst ja so jung, ne, als das Herz kam. Ja, ich habe da später noch drüber nachgedacht, was die Eltern dazu bewegt hat, dass sie das zum Beispiel freigegeben haben. Das kann man ja nicht einfach so machen. Also ich weiß nicht, wenn es aus Österreich gekommen ist. In Österreich ist es zum Beispiel Pflicht zu spenden. Ich weiß, ja. Da muss man einen Ausweis bei sich tragen, dass man nicht spenden will im Falle. Ja, genau. Das finde ich eigentlich richtig. Also auf jeden Fall hat dieses Leid, das irgendeine Familie ereilt hat damals, hat dir das Leben geschenkt. Ne? Ja, doch, kann man so sagen. Ja.
Also ich bin auch ein Befürworter der Organspende und nehme sehr ernst, wenn einzelne Menschen so etwas erleben müssen wie Elisabeth, aber generell finde ich Spenden. Es gibt so viele Menschen, die auf den Wartelisten stehen und ja, auch Junge, auch Kinder. Grad, ja, für mich war es nur gerade so, als ich das gehört habe, das kam so richtig rüber wie Miesmacherei. Mhm. Und das hat mich so geärgert und ich habe das schon mal gehört bei dir, dass da schon mal welche drüber so schlecht geredet haben und, so, und da bin ich nicht durchgekommen. Deswegen. Ehrlich? Ja. Kann ich erinnern. Mhm. Nee, da habe ich dann versucht, jetzt gerade direkt die 0800 wusste ich ja schon, aber die Telefonnummer kannte ich nicht auswendig und dann habe ich sofort gewählt und dann kam ich Gott sei Dank sofort durch. Ja, super. Ja, gut, dass du angerufen hast und gut, dass du von dir erzählt hast. Das finde ich sehr wichtig. Das war eine klare Gegenstimme und das zeigt uns auch, dass man das Thema wirklich differenziert sehen und behandeln muss. Ja. Alex, alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Dann tschüss. Und Stefan. Stefan ist, wie alt ist Stefan? 22. Hallo Stefan. Ich bin 22. Ja, grüße dich. Und was geht's bei dir auch? Ja, ich bin computersüchtig. Computersüchtig? Ja. Was heißt das? Ja, ich sitze den ganzen Tag vorm PC. Und was machst du da? Spielen. Spielen? Also du bist computerspielsüchtig. Genau. Du chattest nicht oder guckst dir irgendwelche Pornobildchen an, sondern du spielst. Ja. Was spielst du? Ganz aktuelles World of Warcraft, das sind so Rollenspiele. Ja. Also das ist seit 2 Monaten draußen und... Ich kenne mich da nur sehr, sehr gering mit aus. Ja. Aber ich weiß ungefähr, was das ist. Und ich habe das mir das mal angeguckt bei einem Bekannten. Da, kann man ja wirklich richtig in eine andere Realität abtauchen. Ja, genau. Mhm. Ja, und mein Problem ist eben, dass ich da nicht mehr rauskomme. Ich höre es im Hintergrund summen. Ist das dein PC? Ja, das ist mein Computer. Was machst du sonst im Leben? Ich studiere Maschinenbau. Ja. Und naja. Aber vernachlässigst du das Studium auch schon? Ja, natürlich. Wie viele Stunden am Tag sitzt du davor? 10. 10 Stunden? Ja, wenn ich wach bin. Ja, da kommst du ja gar nicht mehr zur Uni. Nee. Ja, so einmal die Woche. Aha. Und, 10 Stunden? Das ist ja der Hammer. Da kannst du ja, da läufst du ja wirklich Gefahr, dass dein Studium irgendwie ja, über die Wupper geht, ne? Mhm. Hast du eine Freundin? Jetzt gerade nicht. Also ich hatte vor ein paar Monaten eine. Und die hat dich deshalb verlassen? Nee, nicht deswegen. Mhm, aber nein. In der Zeit ging das eigentlich auch. Also in der Zeit hat ich das ein bisschen runtergeschraubt, aber ansonsten... Und nachdem das vorbei war mit der Freundin, hat das wieder volle Kanne? Ja, sofort wieder. Mhm. Hast du Freunde? Ja, aber eigentlich, also Kommilitonen eben, mhm. also eigentlich ein paar gute Freunde, ja. Mhm. Und, aber die Freundschaften muss man ja auch pflegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber da hast du ja kaum Zeit zu im Moment. Das ist richtig. Wenn du 10 Stunden davor sitzt, dann stelle ich mir dein Leben so vor, dass du auspennst morgens. Ja. Und dann bis in die Puppen am PC sitzt. Ja, genau. Ab und zu vielleicht schon mal was einkaufen gehst, was isst und dann war's das. Mhm. Ja, das ist wirklich heftig, Stefan. Das finde ich, muss man super ernst nehmen. Ja. Das, ich glaube und ich weiß auch, dass da richtige Abhängigkeiten daraus entstehen können, die man durchaus vergleichen kann, auch mit Abhängigkeiten von irgendwelchen Rauschmitteln. Ja. Das sind psychische Abhängigkeiten. Ja. Was hast du unternommen, davon loszukommen? Ja, also ich bemühe mich immer, davon loszukommen. Ich weiß auch, dass ich unbedingt davon loskommen muss. Ja. Nur mir fehlt immer der letzte Schritt. Also. Was wäre der letzte Schritt? Zum Beispiel zur Uni zu gehen. Also ich stehe morgens auf und dann denke ich mir, ach, da steht ja noch der PC. Und ich meine, ich kann auf die Uni gucken. Ich wohne im Studentenwohnheim und ich habe 2 Minuten Weg zur Uni. Aber das ist mir zu lang. Ich glaube, das wäre gar nicht der letzte Schritt. Ich glaube, der letzte Schritt wäre, entweder den PC abzuschaffen oder die Spiele in den Müll zu werfen. Ja, habe ich schon versucht. Also ich habe mal versucht, also zum Beispiel einfach dann, ich habe das Stromkabel mal einfach jemand anderem gegeben. Ja. Dann stand der PC noch da, aber ich konnte ihn eben nicht mehr anmachen. Ja. Dann hatte ich aber Probleme, weil ich fürs Studium ja dann doch nochmal den PC brauche. Okay, darüber habe ich auch gerade sekundenweise nachgedacht. Du könntest aber die Spiele verschenken, verkaufen. Ja, genau. Aber das Problem ist eben, dass man die auch sonst problemlos runterladen kann oder... ja, auf der Festplatte kopieren oder irgendwie sowas. Und ja, in welchem Semester bist du? Ich bin im 5. Semester. Das kann ich jetzt nicht beurteilen in deiner Fachrichtung. Ginge es nicht auch mal ein Semester oder 2 Semester ohne den PC? Wäre ein bisschen umständlich. Geht kaum. Eigentlich geht kaum. Nicht machbar. Mhm.
weil man doch schon viel mit CAD zeichnen muss. Gut, aber du brauchst jetzt keinen Internetanschluss. Das ist richtig, aber der ist im Internet, also der ist im Uni-Wohnheim eben gegeben. Ach so. Also gut, die Leitung im Zimmer liegen. Kann man das nicht irgendwie dann in dem PC sperren lassen? Man kann doch alles irgendwie hinkriegen. Dass du deinen PC für Internet sperrst, dass du nur den PC als Arbeitsstätte benutzt. Ja, aber ich kenne mich mit dem PC eben sehr gut aus. Also ich meine. Das heißt, du würdest sozusagen wieder rückgängig machen? Ja. Mhm. Also wenn ich wirklich dann spielen will, dann ist das kein Problem. So, klares Suchtverhalten. Ja, genau. Ja. Und die Gefahr besteht, dass das Studium sehr darunter leidet, was ärgerlich ist, wenn du schon im fünften Semester bist. Ja gut, also ich bin im fünften Semester, aber Scheine habe ich gemacht, die könnte man noch im ersten Semester schreiben. Ach so. Also es leidet schon erheblich darunter. Erheblich darunter. Ja. Mhm. Und es leidet menschlich darunter, denn die Gefahr besteht schlichthin, dass du da auch dich komplett isolierst. Ja, also auf LAN-Partys lernt man ja noch Leute kennen und sowas. Ja. So, ich würde mal vorschlagen, da muss jetzt irgendwas Gravierendes passieren, vor allem, wenn du dich jetzt auch schon so bei mir gemeldet hast. Ich gebe dir erstmal meinen Psychologen. Ja. Der wird dir, ich hoffe, gerade auch auf dieses Thema bezogen, die ein oder andere Anlaufstelle geben, wohin du dich wenden kannst. Ja. Du musst jetzt irgendwie mit Fachleuten irgendwelche Strategien entwickeln, wie du dagegen angehst. Ja, nur also so, ich hatte auch schon so an Selbsthilfegruppen gedacht oder sowas. Gucken wir mal, was wir haben. Ja, aber weil eben also meine Kommilitonen reden auch schon immer auf mich ein, wenn ich mal an der Uni bin, weil ich mich eigentlich mit denen auch sehr gut verstehe. Mhm. Und die reden dann auf mich ein, ja, du warst jetzt schon wieder 3 Wochen nicht da. Ja. Oder... Ja, Wahnsinn, da muss was geschehen, Stefan. Ja. So, du legst auf, mein Psychologe Peter ruft dich an und dann überlegt ihr gemeinsam. Okay? Ja, okay, danke. Mein Lieber, tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Hans. Hans ist 50. Hallo, Hans. Ja, hallo. Hi. Jetzt sehe ich gerade auf die... Wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Wir haben uns verplaudert hier. Aber ein bisschen haben wir noch. Um was geht's bei dir? Ja, wir haben uns verplaudert, so wie du schon sagtest. So. Um was geht's denn? Ich kann eigentlich gar nicht mehr über ein sauberes Thema sprechen. Über ein sauberes Thema? Der erste Anruf, der bei dir war. Ja, die Elisabeth. Hm? Die Elisabeth, die hatte Probleme mit ihrem bekommenen transplantierten Organ. Herz, genau. Mhm. Und ich möchte ein Organ loswerden. Welches Organ? Das ist das, was zwischen den Beinen sitzt. Warum willst du das loswerden? Weil ich bin transsexuell. Ja. Und möchte gerne eine Frau werden. Ja. Ah, das verstehe ich. Mhm. Ja. Wie lange weißt du schon, dass du transsexuell bist? Ja, es geht ja noch viel weiter. Na, beantworte erstmal die Frage, wie lange weißt du es? Etwas über 9 Jahre. Ja. Bist du schon in psychologischer Behandlung? Das sind ja immer lange Prozesse, die man da vollziehen muss, bevor man sie operieren lassen kann. Und deswegen rufe ich ja an. Mhm. Deswegen rufe ich ja an, weil ich habe mehr oder weniger bei euch gesehen, dass ihr immer wieder transsexuelle Anrufe habt. Ja, haben wir. Mhm. Ja? Und du den Leuten nicht weiterhelfen konntest. Ich den Leuten nicht weiterhelfen konnte? Richtig. Wie meinst du das? Die Sache ist ganz einfach die. Also als Transsexueller muss man erstmal 1 Jahr lang in Frauenkleidung leben. Ne? Ja, das mal. Ich bin mir wohl bewusst, was welche Voraussetzungen nötig sind, um auch die Identität verändern zu können. Deswegen frag dich gerade, wie weit du da schon bist. Ja, richtig. Ist es halt eben. Man muss erstmal zum Psychologen gehen. Hast du es gemacht? Habe ich gemacht. Mhm. Ne? Man muss dann beim Psychologen vorbringen, dass man als Mann das Geschlecht wechseln möchte. Bist du denn jetzt, bist du so? Dann geht es weiter, dass man als Mann 1 Jahr lang als Frau leben muss. Hast du das schon gemacht?
Auch das habe ich schon gemacht. Ah ja, das heißt, es steht bald bevor, dass du dich operieren lassen kannst? Das habe ich schon hinter mir. Gerade hast du gesagt, du willst das Organ loswerden. Hm? Du hast doch gerade gesagt, du willst das Organ loswerden. Ja, genau. Genau, das ist es halt eben. Ich habe... Hans, jetzt kommen wir in große Probleme. Ich sehe gerade, in wenigen Sekunden ist die Sendung zu Ende. Genau, das ist es halt eben. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, ist in Ordnung. Bis gleich, tschüss. In der Technik, gut nach Hause. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.